Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, dessen Herz weit für uns offen steht, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Frühmesse, die heute zugleich ein Hochfest ist, am 70. Tag der österlichen Zeit, in der wir sind, dürfen wir dieses große letzte Hochfest feiern. Es geht zurück auf die Erscheinungen der heiligen Margarete Maria Alacoque, die den auferstandenen Christus mit einem brennenden Herzen gesehen hat, symbolisch sichtbar. Schauen wir kurz einmal auf unser eigenes Herz, ob da eine Flamme zu entdecken ist, eine Flamme der Liebe zu unserem Gott, zu Christus im Heiligen Geist, dann verstehen wir dieses Fest. Es ist ein Fest der Liebe, die Liebe, die sich am Kreuz für uns hingegeben hat, die Arme ausgebreitet hat, sich uns entgegenhält. Er möchte die ganze Welt umarmen, denn jeder Mensch liegt Gott am Herzen. Mit jedem Einzelnen will er seine Liebesgeschichte führen, eine Liebe, die leidet, die auch enttäuscht wird, die der Ohnmacht ausgesetzt ist und trotzdem am geliebten Menschen festhält. Unsere Liebesgeschichte mit ihm ist ein Auf und Ab, gekennzeichnet von Treue und auch Untreue. Aber er lockt, er gibt nicht auf, er ist mit seinem Herzen stets für uns bereit. Dieses Festgeheimnis möge uns heute eine große Beglückung schenken. Mehr noch, lasst uns einmal Gott beglücken mit dem, was wir ihm geben. Herr Jesus, voll Güte und Liebe zu den Menschen, Herr, erbarme dich. Durchbohrt wegen unserer Sünden, Christus, erbarme dich. Unser Friede, unsere Versöhnung, unser Heil. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Heute sind wir eingeladen, Gott die Ehre zu geben. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten.
Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie, wie die, die den Säuglingen an ihre Wangen heben. Ich neige mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz. Heftig entbrannt ist mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Freudig lasst uns schöpfen, lebendige Wasser aus den Quellen des Heiles. Freudig lasst uns schöpfen, lebendige Wasser aus den Quellen des Heiles. Siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue und erschrecke nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Gott der Herr. Ihr wurde mir zum Heil, ihr werdet freudig Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Freudig lasst uns schöpfen, lebendige Wasser aus den Quellen des Heiles. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, sein Name ist erhaben. Freudig lasst uns schöpfen, lebendige Wasser aus den Quellen des Singt dem Herrn, denn Überragendes hat er vollbracht. Bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Freudig lasst uns schöpfen, lebendige Wasser aus den Quellen des Heiles. Halleluja, Halleluja. Alleluia, 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 Alleluia. So spricht der Herr. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig
und vom Herzen demütig. Alleluia, 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 Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, in der gebotenen Kürze der heutigen Hochfestfreude, schön, dass ihr alle da seid, auch von zu Hause aus mitfeiert. Man kann Gott schon lieben lernen, wenn man seine Schöpfung mit wachen Augen entdeckt und staunt und wahrnimmt. Auch wenn man bewusst wird, welch ein Geschenk es ist, dass man lebt, möglicherweise sogar noch gesund, rundum lebt. Aber ganz hinein in die Liebe zu Gott finden wir erst, wenn wir den letzten Satz des heutigen Evangeliums bemerken, der da lautet, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Dieser Satz gilt für jeden von uns. Auch unsere Gebrochenheit, unsere Hilfsbedürftigkeit gegen das Urmisstrauen zu kurz zu kommen, hat Jesus durchbohrt. Aber das Schöne an diesem Satz ist der Blick. Wenn wir blicken, dass Jesus sich durchbohren hat lassen, wenn wir das durchblicken, wegen uns, aus Liebe zu uns und uns zum Heil, uns zur Heilung unserer Wunden, die wir seit Beginn unseres Lebens wohl einer unter uns, der nicht schon im Mutterleib an den Lasten der Mutter mit Schaden genommen hat, keiner von uns, der nicht in seiner Kindheit Wunden in seinem Herzen davongetragen hat, dass er zur Heilung dieser Wunden sich durchbohren lässt, er, der ewige Sohn Gottes. Wer diesen Blick einmal hat, dessen Liebe wird eine andere Qualität bekommen. Sie wird dankbarer werden und hingebungsvoller.
Denn letztlich lädt uns Jesus ein, es ihm gleich zu tun, ihm nachzufolgen, mitzuhelfen, dass mit seiner Art des Auslaufenlassens allen Lieblosen, Bösen an uns, das Nicht-Weitergeben, das Nicht-Zurückgeben, dass an dieser Art die Welt und der Mensch gesunden wird und damit auch der Himmel sich für ihn öffnet, das Urvertrauen wiederhergestellt wird und dann die Offenheit, die es braucht, um mit Gott in Liebesbeziehung zu leben, und zwar in ewiger. Unser Glaube, das sind nicht Inhalte allein. Unser Glaube, das ist eine Person, mit der wir liebend verbunden sein können. Gott, der Dreieinige. Das Herz Jesu-Fest will uns das mit äußeren, sprechenden Symbolen ganz nahe bringen. Wer schon einmal im Paralemonial war, wo diese Verehrung ist, der hat etwas von dieser Atmosphäre gespürt, was es heißt, ein Ort, wo der Mensch sein Herz ganz für Gott aufmachen kann. Üben wir uns heute in diesem Blick zu leben auf das Erlösungswerk Jesu für uns und unsere Erlösungsbedürftigkeit dazu und im Blick zu leben, in der Haltung zu leben, diese Liebe zu erwidern und auszuteilen. Amen. Lasst uns in heute am Fest das Glaubensbekenntnis beten und dann die Fürbitte bringen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im Gebet rufen wir zu Jesus Christus, dessen Herz für uns durchbohrt wurde. Für alle, die in der Kirche die frohe Botschaft von Gottes grenzenloser Liebe verkünden dürfen und zum Lieben einladen. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit enttäuschter Liebe, gescheiterter Beziehung, Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit kämpfen und einfach hilflos sind. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die nur berechnend durchs Leben gehen, Menschen nach dem Nutzen für sich und die eigene Karriere bewerten, auf Kosten anderer leben und sich so um das Glück des Liebens bringen. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder, die sich nach Liebe sehnen, für die jungen Menschen, die Körperlichkeit und Liebe entdecken, für die Paare, die einander Liebe schenken und für die alten Menschen, die einander ihre Liebe danken. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kranken und Leidenden, denen unsere Liebe, Heil und Kraft, Genesung und Zukunft wünscht. Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die wir deinem Herzen anvertrauen. Wir
Heiland der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen, eine gewisse Person zu Ehren des Heiligsten Herzens Jesu, auf gute Meinung für die ganze Familie und im Gedenken, ungenannt für Pfarrer Martin zum Geburtstag. Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, entzünde du in uns die Liebe, von der das Herz deines Sohnes durchdrungen war. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Jesu Herz, dir gilt mein Leben, dir dem Liebsten, Heiland mein. Lass mich nie mehr betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh auf das durchbohrte Herz deines Sohnes, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Lass unser Opfer dir wohlgefallen und zur Sühne für unsere Sünden werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz erhöht, hat er sich für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen
aus den Quellen des Heiles. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist herrlich, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest, das deinem heiligsten Herzen geweiht ist. Durch ihn, deinen Sohn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir, Vater, verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden. Und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred
Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit der heiligen Margareta Maria Alacoque und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht, so lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit verklärten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die das offene Herz Jesu erkennen und mit Liebe antworten. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen.
das Blut Christi, schenke uns das ewige Leben. Amen. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Ich liebe dich und meine Seele sehnt sich nach dir. Wenn ich dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnte, so komme geistigerweise zu mir. Bleibe bei mir, vereinige dich mit mir. Lass mich zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Singen wir zum Dank. Dann ruh ich in ewigem Frieden, Bonne. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns gestärkt mit dem Sakrament jener Liebe, durch die dein Sohn alles an sich zieht. Entzünd auch in uns das Feuer seiner Liebe, damit wir in unseren Mitmenschen ihn erkennen und ihm dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt alle für euer Mitfeiern der Heiligen Messe. Schön, dass wir dieses Hochfest in dieser Runde so begehen können und dann auch in den Tag hinein mitnehmen können. Heute ist ein großer Sühnetag, ein großer Aufruf im heurigen Jahr, schon der zweite. Sühnen heißt stellvertretend für andere, die das nicht tun, das tun, was vor Gott recht ist. Und da gehört natürlich auch in besonderer Weise das Gebet dazu. Ich bitte euch wirklich sehr, dass wir den heutigen Tag in der Anbetung ganz ausfüllen, dass sich wer findet, der Stunde für Stunde sühnend, stellvertretend
anbetet, damit eine Wandlung geschieht in unserer Zeit, dass viele Menschen sich Gott neu ausrichten lernen. Das ist das Anliegen. Und ich habe es den Kindern schon gesagt, wenn ihr mir eine Geburtstagsfreude machen wollt heute, dann diese, dass ihr zum Herrn geht oder wie jetzt schon beim Herrn wart. Erbitten wir jetzt den Segen Gottes, tun wir dabei uns auch besonders noch dem heiligen Josef anvertrauen. Er hat uns diese Haltung hervorragend vorgelebt. Heiliger Josef, der du mein geistiger Vater bist, schaue voll Liebe auf uns herab, lehre mich so wie du für Jesus und Maria zu leben, erlange mir ein beständiges Wachsen in der Liebe, erlange mir die Offenheit des Geistes, die dich ziert, und führe mich an deiner Hand zum größten Tag meines Lebens, meines Eintritts in den Himmel. Amen. Bitte die Gnaden des Wochenendes nicht übersehen, den Neupriestersegen am Sonntagvormittag oder auch am Abend bei der Fatima-Feier. Der Herr sei mit euch. Gott hat uns durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Jenes Feuer, das einst in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen, entzünde in euch die göttliche Liebe. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Das gewähre euch, euren Familien, allen, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht, ihr seid gesendet, geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.